Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Konzmaratomi. Heute am 6.06.2022 wieder aus meinem Sendestudio in Forchheim. Heute ist ja D-Day, vor 78 Jahren landeten die Alliierten in der Normandie. Ja, und was Krieg betrifft, haben ja die Menschen leider seitdem nichts dazugelernt. Aber das soll jetzt auch heute nicht das Thema des heutigen Films sein, sondern heute möchte ich mal einen Münzfilm machen, weil ja schon lange wieder mal ein Münzfilm gewünscht wurde. Letztes Mal habe ich ja euch schon mal ein paar 20-Euro-Münzen vorgestellt. Das war aber dann nicht das Hauptthema des letzten Films. Da zeigte ich ja euch noch ein Zigarettenbilder-Sammelalbum. Aber heute wollen wir mal wirklich nur auf Münzen eingehen. Und das Thema soll heute sein, wie auch Laien. Also oft erben ja manche Münzen so halbwegs vernünftig Münzen bewerten können. Also es sind jetzt so ein... Ich möchte euch heute so ein paar Grundinfos liefern zu dem Thema, wenn ihr da euch noch nicht so auskennt. Wenn die Münzexperten, für die ist der Film vielleicht nicht ganz so interessant, aber vielleicht findet sich auch für die Experten noch die eine oder andere interessante Information. Dazu habe ich ein paar Münzen hier vorbereitet, wo ich dann an Beispielen zeige, wie man zum Beispiel eine Münze eindeutig bestimmen kann. Das ist einmal so eine ganz wichtige Grundlage, um den Wert einer Münze einschätzen zu können, was man alles bei der Wertschätzung beachten sollte, wie zum Beispiel Nominalwert, Metallwert und Sammlerwert. Und dann zeige ich euch noch ein paar Nachschlagewerke, auf die gehe ich vielleicht jetzt sogar mal vorab ein, weil wir dann ja wieder in das Detailview gehen. Und ja, als Nachschlagewerke gibt es zum Beispiel Münzkataloge. Hier habe ich einen für Euromünzen von Leuchtturm. Die Preise sind weit von der Realität entfernt, muss man sagen, ist aber egal. Hier kann ich zumindest schon mal nachschauen, die Daten von Münzen nachschauen, das Gewicht, Metall und auch die Auflage. Der Wert ist allerdings hier viel zu hoch angegeben. Dann gibt es auch allerlei Münzzeitschriften, wie zum Beispiel die Münzen und Sammeln vom Giedel Verlag. Da kann man die deutschen Münzen und die ungefähren Werte der deutschen Münzen und Euromünzen nachschauen. Es gibt auch natürlich Münzkataloge für deutsche Münzen. Und dann ganz besonders ist der Standard Catalog of World Coins. Da kann man dann alle Münzen nachschauen. Die gehen immer jahrhundertweise. Ab 1600 kann man da alle nachschauen. Aber dann braucht man wirklich so fünf so dicke Schinken, weil es dann immer noch einen extra Katalog jetzt auch für das Jahr, ab das Jahr 2000 gibt. So viel noch zu den Katalogen. Aber jetzt gehen wir mal in Medias Res rein und schauen mal. Der erste und wichtigste Schritt, um den Wert einer Münze zu bestimmen, ist, dass man sie eindeutig bestimmt. Und das zeige ich jetzt euch mal, wie man eine Münze eindeutig bestimmen kann. Ja, wie lässt sich eine Münze eindeutig bestimmen? Einmal durch die Inschrift, meist sind wir ja viele Inschriften. Dadurch lässt sich leicht das Land erkennen. Ich zeige es euch heute, zeige es euch mal am Beispiel einer 5-D-Mark-Münze aus Silber der Bundesrepublik Deutschland, die gab es noch bis 1974 aus Silber. Da liest man als Inschrift Bundesrepublik Deutschland, also weiß man schon mal, dass das die BRD sein sollte als Land. Dann interessant ist immer das Prägejahr, das sieht man 1957 als Prägejahr. Und dann interessant ist immer noch die Münzprägestätte, speziell bei deutschen Münzen. Es wird durch einen Buchstaben abgekürzt. Münzbuchstaben sehen wir hier, das ist ein F. Da gibt es in Deutschland bei deutschen Münzen von A bis J allerlei Münzzeichen. Heute sind nur noch 5 Münzzeichen im Einsatz. Einmal A für Berlin, D für München, F für Stuttgart, G für Karlsruhe und J für Hamburg. Früher gab es noch weitere, zum Beispiel B für Hannover im Kaiserreich, C für Frankfurt, I für Dresden, in der DDR dann Muldenhütten und H, das ist ein sehr seltenes Münzzeichen bei deutschen Münzen, das war nur von 1872
bis 1882 im Einsatz. Das wäre dann das Münzzeichen für Darmstadt. Dann wichtig ist auch beim Wert oft das Metall. In dem Fall hätten wir hier Silber und das ist dann eine Silberlegierung. Das ist hier nicht reines Silber, es besteht nur zu 62,5% hier aus Silber, also 625er Silber bei dieser 5 D-Mark Münze und die hat ein Feingewicht von 7 Gramm. Das ist dann wieder wichtig, wenn man jetzt die Edelmetallpreise noch zugrunde legt, dann natürlich das Gewicht. Entscheidend, es hat hier ein Rohgewicht, glaube ich 11,2 Gramm oder irgend sowas in der Richtung und 7 Gramm Feingewicht und eventuell auch noch die Größe. Eine Präzisionswaage ist immer sehr hilfreich. Ich habe hier zum Beispiel eine, schauen wir mal, was die jetzt die Münze hier für ein Rohgewicht hat. Ich lege sie mal drauf. Also da liegt die Waage ein bisschen daneben. So leichte Abweichungen kann man tolerieren. Stellt man signifikante Abweichungen fest bei so einer Münze, könnte durchaus auch eine Fälschung vorliegen. Durch das Gewicht und Größe erkennt man bereits viel Fälschung. Viele Münzfälscher kriegen das nicht ordentlich hin. Ja, dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt. Wie errechne ich den Wert einer Münze? Zu beachten sind dabei der Metallwert. Jetzt haben wir hier 7 Gramm Silber. Aktuell steht es ja bei 65 Cent etwa. Also dann ist der Minimalpreis ja bei mindestens 4,50 Euro momentan. Wobei man sagen muss, wenn man bei eBay reinguckt, kriegt man kaum mehr Münzen, Silbermünzen unter 1 Euro pro Gramm. Also da geht jetzt die Börsennotierungen und der Metallwert bei echten Metall gehen momentan stark auseinander. Ja, dann spielt der Nominalwert eine Rolle. Das waren mal 5 Mark. Die kann man heute immer noch umtauschen, diese Münzen. Zum damaligen Eurokurs ist etwa, dann kriegt man 2,60 Euro. Wäre natürlich eine Idiotie, weil der Metallwert hier deutlich höher ist. Und wenn jetzt der Sammlerwert noch deutlich höher ist, dann wäre es natürlich noch idiotischer. Also letzten Endes zählt ja dann der höchste Wert. Ja, wie ergibt sich der Sammlerwert? Der Sammlerwert ergibt sich aus Erhaltung, Seltenheit und Nachfrage, kann man im Prinzip. Das sind so die wesentlichen Punkte, kann man sagen. Und der Sammlerwert ist natürlich durch den Geldwert, in dem Fall hier jetzt 2,60 Euro etwa, oder den Metallwert, knapp 5 Euro bei dieser Münze, natürlich nach unten begrenzt. Jetzt gibt es dann natürlich verschiedene Nachschlagewerke, wo man den Wert nachschauen kann. Ich schaue jetzt hier mal einfach bei Münzen und Sammeln. Die ist jetzt schon vom Jahr 2013. Das ist jetzt eine 5 Mark 1957 F. Die Erhaltung, würde ich sagen, ist sehr schön. Kommen wir auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Die Erhaltung spielt eine sehr wichtige Rolle. Schauen wir uns auch einmal so die Rückseite noch mal kurz dazu an. Also hier sehr schön, das ist eine ordentliche Erhaltung, aber die ist nicht perfekt, die ist nicht unzirkuliert. Wie gesagt, ich gehe noch auf die Erhaltungsgrade ein, aber schauen wir mal einfach nach, was da dieses Heft für 1957 F für sehr schön notiert. Das sagt 10 Euro. Aber so Kataloge, und das ist ja jetzt auch schon ein alter Katalog, gehen oft weit auseinander von der Realität. Und da gibt es eine super Seite im Internet, die nennt sich MR Shops. Das ist eine Plattform für Münzhändler. Und da kann man schön nachschauen, in welchen Bereichen sich Münzen bewegen. Ja, ich habe jetzt, weil es jetzt hier einfacher für den mehr oder weniger live-orientierten Film ist, als wenn ich jetzt am PC sitze, habe ich jetzt mein Smartphone genommen, habe mrshops.de aufgerufen. Und als Suchfrage habe ich 5DM 1957F eingegeben. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, da sehen wir hier eine ganze Reihe von Ergebnissen. Und interessant ist, jetzt kann man das Ganze nach Preisen sortieren, was wir gleich mal machen werden.
Ja, ich habe jetzt die ganzen Münzen so nach Preis sortiert und zwar den billigsten Preis zuerst. Und da sehe ich hier zum Beispiel ein Angebot für 7 € von 1957F. Erhaltung sehr schön. Hier sehen wir dann auch die Münze. Ja, ich würde sagen, die sind dann so etwa gleich gut erhalten. Also kann man etwas sagen, Handelswert so um die 7 € dieser Münze. Sie ist etwa nach 5 € mit 5 € nach unten begrenzt durch den aktuellen Silberwert. Und Nominalwert wäre jetzt, wenn man es zur Bank trägt, also zu einer Bundesbank oder Landesbankfiliale, würde man 2,60 € dafür bekommen, was natürlich zu wenig ist. Also man sieht, der Sammlerwert ist in diesem Fall etwas höher als der Metallwert. Ja, natürlich gibt es eine ganze Reihe von Münzen, die reine Silberanlagemünzen sind. Hier sehen wir zum Beispiel so einen Dollar. Ja, sieht man zum Beispiel so eine Anlagemünze aus den USA. Die besteht, das ist glaube ich Nominalwert 1 Dollar, steht jetzt gar nichts dabei. Und die ist aus rein Silber geprägt und wiegt 31,1 Gramm, also genau eine Unze. Und da liegt der Wert der Münze so in etwa beim Metallwert, vielleicht mit einem kleinen Aufschlag. Ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die Erhaltungsgrade eingehen. Da gibt es eine ganze Reihe von Erhaltungsgraden. Ich kann es vielleicht mal einblenden oder noch Zusatzinfos dazu liefern. Für moderne Münzen oder modernere Münzen, die sagen wir mal jetzt 100 oder 200 Jahre maximal alt sind, ab Erhaltungsgrad schön, ganz moderne Münzen, jetzt wie diese hier, sind die eigentlich erst ab Erhaltungsgrad unzirkuliert oder wenigstens sehr schön sammelwert. Schön klingt jetzt so, als wäre die Münze toll erhalten, aber sie zeigt dann schon deutliche Gebrauchsspuren. Nachkriegsmünzen werden in dieser, also bei schönen Nachkriegsmünzen werden in dieser Erhaltung in der Regel nicht gesammelt. Sehr schön steht, Abkürzung ist da SS dafür. Und da hat die Münze halt geringe Gebrauchsspuren. Und dann gibt es die besseren Erhaltungsgrade, wie jetzt hier bei dieser Münze von den USA, dieser Anlagemünze, vorzüglich und prägefrisch. Prägefrisch ist ein bisschen besser als vorzüglich. Das gibt es ganz geringe Gebrauchsspuren. Und dann gibt es noch Stempelglanz da. Die sind dann praktisch absolut prägefrisch. Im Prinzip verwendet man heute eigentlich fast unzirkuliert und Stempelglanz als Synonym, wobei die Erhaltung Stempelglanz deutlich besser ist. Dann gibt es noch Spiegelglanz und polierte Platte, wird heute auch als Synonym verwendet, wobei es da kleine nicht so sehr marginale Unterschiede gibt. Spiegelglanz und polierte Platte wurde jetzt bei mir beim letzten Film von einem kritisiert, weil ich die 20 € Münzen als polierte Platte bezeichnet und es waren eigentlich Spiegelglanz, aber im Prinzip sehen die eigentlich gleich aus. Zu Spiegelglanz wie bei der polierten Platte werden Spiegelglanzmünzen mit polierten Stempeln geprägt, aber im Gegensatz zur polierten Platte werden keine polierten Ronden verwendet. Das ist eigentlich der feine Unterschied. Früher verwendete man dann noch polierte Ronden, wodurch die Prägung noch aufwendiger wurde. Und hier sehen wir jetzt mal zwei Beispiele von Spiegelglanz. Da glänzt wirklich alles. Da sind die Münzen perfekt erhalten. Meistens sind sie auch verbuggt. Man sollte sie auf keinen Fall mit Fingern anlangen. Sollte man auch bei anderen Münzen eigentlich nicht machen. Man sollte auch keineswegs Münzen putzen und so weiter. Das vermindert den Wert ganz wesentlich. Also lasst da einfach die Finger davon. Und lass die Münze einfach so, wie sie ist. Hier sind wir zwei Spiegelglanzmünzen von San Marino, die etwas über dem Metallwert liegen. Ich habe sie, glaube ich, so etwas über den Metallwert bei eBay ersteigert. Und hier diese 20 € Münzen. Da ist auch der Wert natürlich jetzt in dem Fall stark nach unten begrenzt durch den Nominalwert. Hier kriegt man auf alle Fälle wieder die 20 €. Weil der Metallwert, der liegt in diesem Fall bei 16 Gramm Silber, das hatte ich ja schon im letzten Film gesagt, deutlich unter dem Nominalwert.
Ja, ein wichtiges Thema ist dann auch noch, dass es Medaillen gibt. Münzleien verwechseln oft, halten Medaillen oft für wertvolle Münzen. Das ist nicht der Fall. Medaillen sind im Prinzip Prägungen, die auch Privatpersonen zu irgendwelchen Anlässen oder Privatfirmen prägen können. Hier haben wir zum Beispiel eine Medaille zum Thema Apollo Mondflug. Die ist aus Silber geprägt. Sie hat dann zumindest den Silberwert. Meist liegt er auch, liegen solche Medaillen vom Wert her nicht kaum über dem Metallwert. Das muss man immer beachten. Also sind zudem nicht leicht zu verkaufen. Aber es gibt durchaus auch gesuchte Medaillen. Hier eine vom Reichspräsidenten Hindenburg. Die wurde auch von der Münzprägestätte, von einer deutschen Münzprägestätte geprägt. Ich glaube München oder irgend sowas. Ja, hier haben wir auch den Münzprägebuchstaben D. Sehen wir hier, also die wurde in München geprägt und die hat schon durchaus etwas, die hat auch einen Sammlerwert, also sollte eigentlich über dem Metallwert, in diesem Fall ist es auch Silber, liegen. Ja, jetzt habe ich euch eigentlich neuere Münzen mal erst gezeigt. Da ist also die Bestimmung und die Wertbestimmung noch relativ einfach. Wichtig ist halt jetzt, dass man die Münze eindeutig bestimmt, wie ich schon bereits sagte. Und bei moderneren Münzen ist es relativ einfach. Je älter die Münzen werden, desto schwerer wird die Geschichte. Ich will es euch jetzt mal anhand einer sächsischen Münze zeigen, ein Zweidrittel-Taler-Stück aus dem Jahr 1765. Ist auch noch relativ einfach zu bestimmen, denn wenn man jetzt mittelalterliche Münzen hat, ich lege mal hier so einfach so einen mittelalterlichen Pfennig mit dazu. Dann wird es richtig schwierig. Und die habe ich jetzt selber auch noch nicht bestimmt. Da braucht man meistens dann Hilfe dazu. Und wenn man keine Hilfe hat, zumindest Spezialkataloge, und die sind ebenfalls sehr schwer zu beschaffen. Und es wird hier auch sehr mühselig, zum Beispiel bei MA-Shops zu recherchieren. Weil man hier hat man gerade nicht einmal Inschriften. Hier hat man bloß ein paar so Wappenzeichen. Das sind halt so Erkennungsmerkmale und was als hier so bildlich dargestellt ist. Also da wird es richtig kompliziert. Aber wir wollen jetzt keine mittelalterlichen Münzen bestimmen, weil das würde jetzt den Rahmen des Filmes sprengen. Aber ich will trotzdem mal ein bisschen auf alte Münzen noch eingehen, falls jemand alte Münzen geerbt hat, wie er die denn bestimmen kann. Ja, entscheidend ist hier einmal die Inschrift. Hier lesen wir Frit August D.G. Dux Sachs Elekt und noch, was steht? Elektor. Also man kann sich da eigentlich schon ein bisschen was zusammenreimen. Friedrich August war jetzt hier der Herrscher, Fürst von Sachsen, gewählter Fürst von Sachsen, wenn man ein bisschen Latein kann. Aber man kann das einfach hier auch abtippen, die Inschrift, und dann mit MA-Shops mit dieser Inschrift nach was suchen. Und oft findet sich dann auch die entsprechende Münze. Also es ist immer gut, wenn man eine Inschrift hat. Das ist immer eine gute Hilfe, um eine Münze zu bestimmen. Das gleiche gilt dann auch für die Rückseite. Da steht noch 20 eine Mark fein. Dazu muss man sagen, Mark war früher kein Nominalwert, sondern Mark war einfach eine Gewichtseinheit. Und das ist das 20. Ahnteil einer Mark Gewicht. Das waren über 200 Gramm Gewicht. Man können es uns jetzt eigentlich mal ausrechnen, wenn wir schauen, was die Münze wiegt. Ich habe jetzt Wikipedia sozusagen nicht dabei, um nachzuschauen, was eine Mark war. Da gab es aber auch verschiedene. Da war auch nicht immer gleich eine Mark, aber wir schauen einfach mal, was die Münze wiegt. 13,6 Gramm. Also da war eine Mark, war dann etwa 260, gut 260 Gramm. Aber hier ist noch hilfreich, hier ist sogar die Nominale eingeprägt, was oft nicht der Fall ist. Hier steht noch zwei Drittel. Zwei Drittel, und das bedeutet dann kann man sich zusammenreimen, dass das ein Zweidrittel-Taler von Sachsen aus dem Jahr 1765 ist.
Bei Sachsen ist noch zu sagen, dass es da viele sächsische Fürstentümer gab. Es muss also nicht immer Sachsen dann sein. Also da gab es zig verschiedene Linien, aber in dem Fall haben wir ganz eindeutig Sachsen. Dann schauen wir mal bei MA-Shops nach, was da an 2/3 Taler von Sachsen angeboten wird. Dazu gibt man wieder einen Suchbegriff ein: Sachsen 2/3 Taler 1765. Man hätte, wenn man das jetzt nicht wüsste, dass die Münze aus Sachsen ist, hätte man auch die Inschrift erst einmal einfach eingeben können und schauen können, dann, ob diese Münze dann irgendwo auftaucht. Ja, und dann sortieren wir das Ganze wieder nach Preis niedrigster und dann schauen wir mal, wo die vom Wert her losgehen. Ja, die billigste wird für 48 Euro angeboten, fast sehr schön. Könnte man bei der hier jetzt auch sagen, dass die fast sehr schön ist. Was zeigt er jetzt an? Schauen wir uns doch mal diese Münze genauer an. Und da sieht man sie schon und kann man sie wunderbar vergleichen hier. Ja, ist die gleiche Münze, nicht wahr? Ich zoome es mal ein bisschen raus, dass wir das Ganze ein bisschen besser sehen. Und hier auch die Prägung. Also 48 Euro kann man sagen, dass diese Münze etwa 50 Euro wert ist. Ich habe sie auch mal im World Coin Standard Katalog irgendwann mal nachgeschaut. Da war sie als Nummer 117 notiert und bei 55 Dollar für schön und sehr schön 100 Dollar. Also ja, so 50 Euro. Sie dürfte so einen Sammlerwert von etwa 50 Euro haben. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen interessant, das Ganze, und ihr konntet einen Einblick gewinnen, wie man den Wert von Münzen bestimmen kann. Es ist natürlich immer hilfreich, wenn man dann noch Rat sucht. Es gibt ja auch noch dann die Fälschungen und so weiter. Aber es ist so ein erster Schritt, dass man mal ein Gefühl kriegen kann, wo denn der Wert einer Münze oder Münzsammlung dann liegen könnte. Ich fasse nochmal zusammen. Wichtig ist dabei, dass man eine Münze eindeutig bestimmt. Das kann man durch die Inschrift Land, Prägejahr, Münzprägestätte, Nominale, Metall, Gewicht und Größe machen. Zu beachten ist der Metallwert, Nominalwert und Sammlerwert. Dann Nominalwert spielt nur eine Rolle, dann, wenn die Münze noch gültig ist. Also muss man schauen, ist sie gültig. Dann natürlich ist die Währung noch interessant, und um den Nominalwert bestimmen zu können. Und dann natürlich auch der Kurs zum Euro, wenn das jetzt so eine andere Währung ist und ob es da überhaupt auch eine Umtauschmöglichkeit gibt, wenn man jetzt so eine recht exotische Münze hat von irgendeinem Pazifikstaat, die vielleicht noch einen Nominalwert hat, aber bei uns schwer umzutauschen ist. Dann Metall spielt natürlich immer eine Rolle. Edelmetalle sind immer interessant. Was liegt da für eine Legierung vor? Wie hoch ist das Gewicht? Und wo steht denn der Metallkurs? Den kann man übrigens schön bei www.gold.de nachschauen. Und dann der Sammlerwert. Da habe ich noch was dazu geschrieben. Was nochmal wichtig ist beim Sammlerwert: da gibt es keine festen Börsenkurse. Also der eine Händler, wir sahen es ja jetzt schon bei MA-Shops, ich habe es jetzt immer so die Preise sortiert. Wenn man da mal so die Preise vergleicht, da gibt es riesige Unterschiede zum Teil. Also was Sammlerwert betrifft, da gibt es keine festen Börsenkurse. Da schwankt das Ganze sehr stark und es gibt eine größere Wertdifferenz natürlich zwischen Ankauf und Verkauf. Wenn man jetzt seine Münzen bei einem Händler verkaufen will, der will ja dann auch noch was verdienen. Also der Verkauf von Sammlermünzen ist also oft mit Arbeits- und Zeitaufwand verbunden. Wenn man mehr Arbeit reinsteckt, wird man wohl mehr erzielen, als wenn man weniger Arbeit reinsteckt, und bei Sammlermünzen ist natürlich auch ein Know-how oft erforderlich. Es gibt die Fälschungsgefahr. Also da ist es oft dann auch sinnvoll, sich dann noch beraten zu lassen. Ja, zur Wertbestimmung selber gibt es Nachschlagewerke, haben wir gesehen. Und dann halt auch, kann man im Internet recherchieren, neben MA-Shops natürlich auch bei den Online-Auktionsplattformen kann man noch schauen, was da so aktuell erzielt wird. Da kriegt man dann vielleicht noch, weil da auch Leute privat was verkaufen, dann sieht man, wenn man da mal Auktionslose auf Beobachten setzt, was da so aktuell erzielt werden könnte. Aber da schwankt natürlich auch immer der Preis. Wenn da zwei jetzt unbedingt eine bestimmte Münze haben wollen, kann es sein, dass die hochgejubelt wird, während wenn
kein richtiger Interessent findet der Preis so vor sich hin dümpelt. Ja, jetzt ist, glaube ich, der Film schon sehr lange geworden, deswegen will ich jetzt das Ganze schließen. Wenn euch der Film gefallen hat, dann bitte liked ihn mit erhobenen Daumen. Ich freue mich über eure Kommentare. Ganz besonders freue ich mich dann über jeden neuen Abonnenten. Heute habe ich die Klingeling nicht dabei. Und wenn ihr immer meine neuesten Filme mitbekommen wollt, dann bitte klickt noch die Klingeling mit an. Dann sage ich auf Wiedersehen und dann bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt Kunst Marathon. Auf Wiedersehen!